Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 4 bei diesem Mal. Möchte ich endlich anfangen? Das hat ja jetzt eine ganze Weile gedauert. Eben als ich das Spiel gestartet habe, hat es mir gesagt, dass ich es am 28.12. das letzte Mal gezockt und aufgenommen habe. Das ist jetzt schon über einen Monat her, das ist schon 2 Monate fast her, naja, so eineinhalb. Naja, viel zu lange Zeit jedenfalls und es tut mir leid, dass ich so eine lange Pause gemacht habe, da ist eine ganze Menge dazwischen gekommen. Es ist ja nicht so, dass ich keine Videos rausgebracht hätte und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich drauf, dass es jetzt endlich weitergeht. Das ist jetzt auch ungefähr so die Zeit, in der normalerweise zwischen 2 Episoden gewesen wäre. Da wir das Spiel jetzt erst spielen, wo es komplett draußen ist, ist das natürlich eigentlich kein Argument mehr. Aber jetzt sieht man mal, wie das gewesen wäre, wenn wir es direkt von Anfang an gespielt hätten. Naja, ich werde mich nicht weiter dafür entschuldigen. Das hat sowieso keinen Sinn. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach an, wir spielen weiter. Episode 3 beim letzten Mal, da steht sogar nochmal 28.12.2012. Komisches Datumsformat hier, weil USA. 10.31 Uhr? Oder sind das sind 10 Stunden 31? Nee, das kann aber auch nicht sein. 10.31 Uhr ist eine komische Zeit. Naja, okay, ich würde sagen, Play. Es geht weiter mit Episode 4, Around Every Corner. Okay. Fangen wir mal an. Previously on The Walking Dead. Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? You're not coming with us. I don't know much about you folks. I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay, and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Wir erinnern uns an das letzte Mal. Es war ein sehr interessanter Schluss. Clementine hat mit irgendjemandem am Walkie-Talkie geredet, der wohl schon in Savannah ist. Wo wir jetzt auch sind, gehe ich zumindest von aus. Wir sind ja beim letzten Mal quasi angekommen. Und ich möchte gern, dass wir diesen Typen finden und ihm den Hals umdrehen. Denn er ist mir völlig unsympathisch. Na gut. Mal sehen, wie das Ganze jetzt losgeht. Okay, da steht unser Zug. Und die Stadt im Hintergrund. Naja, Stadt ist immer nicht gut in einer Zombie-Apokalypse. Das sind nämlich für gewöhnlich ziemlich viele. Auf der anderen Seite, ich sehe da gerade gar keinen. Wo sind die Zombies? Das ist kein Zombie, das ist Kenny. Und Ben und Chuck mit einer Schaufel. Und Omid macht ein bisschen Lärm. Wir erinnern uns, er ist vom Zug gefallen, deswegen humpelt er wohl. Das kriegst du nicht wieder. Can't I just hold it? Nein. Darf ich was sagen? Nein, möchte ich sagen. I already told you no. Don't ask me again, okay? What's the harm in letting her have it? It doesn't even work. Das wäre schön, wenn das nicht funktionieren würde. Wir haben es ihr offensichtlich nicht erzählt. Na gut. His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny, how much farther to the riverfront? Ja, wir suchen ein Boot, richtig? Wir suchen Kennys Boot, um genau zu sein. There'll be boats. Have to be. Have to be.
It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Oh. Das ist nicht gut. Das heißt, the city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Das ist schlecht, vor allem da war jemand. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. Der sah zumindest nicht aus wie ein Zombie. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Oh, toll. Who the hell is this? Hello? Hello? I said, answer me. Es wundert mich, dass noch keine Zombies aufgetaucht sind. What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Wir sollten uns verziehen, Leute. Das ist schlecht. Komm. Ja, nee, nicht starren. Laufen. Bock. Ein weniger. Chuck ist gut mit der Knarre. Wo ist. Ich wollte gerade sagen, wo ist Clem? Der hat was. Och, Kenny. Mein Gott. Kenny! Kill ihn. Ich muss ihn killen. Killen wir ihn halt. Ach komm. Oh oh. No, Ben, help her! Ben, tu was. Oh, du Idiot! Ja komm, erschießen wir die halt. Zack. Shooter, ich kann das. Komm. Zack. Na komm. Hallo? Ich kann ihn nicht erschießen. Ah! Nice, Chuck, nice. Wir lassen dich doch nicht einfach... Hallo? Wir haben noch Munition, wir können die niederballern. Komm, das sind nicht mehr viele. Okay, vergiss, was ich gesagt habe, es sind doch noch ein paar. Oh oh, das sind einige, Chuck. Ich weiß, dass du gut bist mit der... Mit der Schaufel, aber... There's no time. We gotta go. Now. Just go. Ich möchte aber gerne... Nein! Ihr könnt ihn nicht... Nein! Das kann nicht gut sein. Ich möchte Chuck nicht da lassen. I'll get the door. You okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Let me see if I can find us a way in. Okay, Adventure-Zeit. Okay, also, wir müssen da irgendwie rein. Wir haben erstmal da ganz viele Leute, mit denen wir reden können. Ben, was machst du da im Busch? Ach so. Ich dachte, du machst da hin. Du Idiot, Moment. Du kriegst jetzt erstmal was zu hören. About what happened back there on the street. I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. Sehr gut. Also, kommen wir da rein. Get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, ich höre immer noch Zombies, solid. Das ist nicht schön. Wir können über Kenny reden, habe ich gehört. I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck, at least not with me.
Das kann ich verstehen. Du bist auch ein... Was hat der... Ich glaube, der hat ihm noch nicht erzählt, dass er dem Banditen... Nee, hat er wahrscheinlich noch nicht erzählt. Er war es, ja. Er hat den Banditen die Supplies gegeben und er ist im Prinzip schuld an allem, was in der letzten Episode passiert ist, wenn man das so sieht. Komm, wir reden erstmal mit Clem. Das ist, denke ich, sinnvoll. Wo guckst du hin? Was ist da? Ich hoffe nicht. Try not to worry. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? We're a lot smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. Richtig. He used to have a pet hamster. One night he figured out how to open the door to his cage. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Das ist das, was ich gedacht habe. Ach. Schön. Ich mag dich nicht, Krista. Du bist ein bisschen... Ich rede nochmal mit Clem. Mal gucken, ob er noch was sagen kann. Yeah, not much longer now. I hope so. It's getting cold out here. How's he looking? I'm all right. You're not all right. You've reopened your wound, you're losing blood, and God only knows what might have gotten in there. It could be infected, it could be... No offense, but you really need to work on your bedside manner. Huh. She's just worried about you, man. Don't worry. We're gonna get you fixed up in no time. Just as soon as we're inside, okay? Okay. Thanks, man. Please go Kein and help Problem. Him. We need to get him inside now. Hey, I'm not going anywhere. Humid ist mir sympathisch, aber Krista, die ist irgendwie. Meh, was haben wir denn hier? Eine Hundehütte und ein Grab. Ja. Just a doghouse. Vielleicht ist da was drin. Kannst du da nicht reingucken? Das ist ein Adventure, da ist irgendwas drin, bestimmt. Was haben wir hier? Ein Fountain, okay. Ein Vogelbecken oder sowas. Oh, eine Schaufel. Nimm die mal. Wir haben eine Chuck-Waffe gefunden. Warum habe ich das Gefühl, wir dürfen gleich ja das Grab öffnen? Na, doll. Ich rede mal erstmal mit Kenny. Eieiei. Okay, wie sieht's aus? Find a way in yet? Door's locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. Die da unten war eine Katzenklappe, oder? You think maybe someone's still inside? Nah, we'd have heard from him by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hole up. We could just figure out how to get in. Das ist doch aber schon mal gut. Wie sieht's denn aus insgesamt? Lee? I appreciate the interest, but I don't think talking about my feelings right now is going to help us get inside this house. Das ist nicht falsch, aber ich habe eine Katzenklappe gefunden, da. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. Dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Oh nein. Shit. Every day's a school day. All right, so where's the dog? Ich weiß wo. Genau. Oh toll. Wir buddeln den Köter aus. Na komm, mach mal. Hey, be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Wir werden einfach nochmal mit der Schaufel draufhauen. Clem, du solltest da vielleicht nicht... Ein Köter, höchstwahrscheinlich. Zumindest hoffe ich, dass es der Köter ist. Es sieht mehr aus wie eine Ratte. Nothing. Clem, go over and sit with Krista and Obi, okay? But I want to... Just do what I say, okay? Ja, Entschuldigung, aber... Ich möchte nicht, dass du... die tote Ratte guckst. Oh God, the smell.
Oh toll, können wir ihn nicht erstmal kaputt hauen? Können wir nicht jetzt hier den Spaten nehmen und dem erstmal den Kopf abhacken oder so? Ach, komm. Dann eben nicht. Dann lassen wir uns beißen oder so. Ich sag doch. Guck, wenn sie schon kotzt, Clem, und du wolltest daneben stehen. Alles klar. Oh Gott. Wir hätten ihm auch einfach den Kopf abhacken können mit dem Spaten, aber nö. Können wir den Spaten bitte wieder mitnehmen? Aber das ist eine Chuck-Waffe. Hast du gesehen, wie der damit hier geninjert hat und so? Das kannst du vielleicht auch. Auf der anderen Seite hast du eine Knarre, du brauchst das wahrscheinlich nicht. Hm. Na gut. Dann gehen wir jetzt... Was? Ich kann das kaputt machen. Ich hätte es auch einfach kaputt machen können. Na egal, jetzt haben wir das Ding ausgegraben, jetzt können wir es auch benutzen. Hey, der Kunst. God damn. Wer geht jetzt... Clem geht da durch. Die Gandas. Höre Zombies. Ich finde das nicht gut, dass da Zombies sind. Ja, ja. Das glaubst du auch selber nicht. Nope. Hast du mal überlegt zu fragen? Du hättest mich... Ja, komm. Ich weiß, du hättest mich erst fragen sollen, aber... Na gut. Ich habe sie ja eben schon ein bisschen, naja, nicht so schön behandelt. Dann machen wir es mal wieder gut, zumindest halbwegs. Oh Mann. Naja, wir haben einen neuen Unterschlupf, zumindest vorerst, hoffe ich. Oh, er sieht nicht gut aus. Das ist unschön, weil ich mag ihn eigentlich. Er ist mir voll sympathisch. Okay. Dann... Was ist der nächste Plan? Was ist der Plan? Was tun wir jetzt? When were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? Ich wusste das auch erst seit gestern. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street, and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? Ja, beide irgendwo recht. How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. Auf jeden Fall folgen sie uns. Whoever it was, seems like they're following us. Like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. Doch, mit einem anderen Boot. Aber andererseits sehen wir sie dann. Omid needs to rest. Sie müssen Chuck wiederfinden. Chuck is okay. Once it's quieted down outside, we'll all head towards the river. See if we can find him. Deal? Suit yourselves, but I'm not gonna wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here.